Hallo, schönen guten Abend. Nehmen Sie ruhig Platz. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, besonders diejenigen, die heute schon den ganzen Tag auf der Konferenz Beyond waren und noch Kraft für hier Abend zu bleiben. Vielen Dank. Mein Name ist Meron Mendel und vielleicht die eine oder andere habe ich schon mitbekommen, ich hatte ein bisschen mit der Documenta in den letzten Wochen und Monaten zu tun. Und deswegen habe ich da genug damit und gebe mal andere Leute damit, darüber zu sprechen. Ich werde nur vielleicht 2, 3 Worte vorher verlieren. Ja, Ende Juni hatten wir schon die erste Veranstaltung gemacht, zwar in Kassel, praktisch auf der Documenta. Da sah es alles noch anders aus, das war kurz nach der Aufdeckung des Women-Bind von Tariq Paddy, war große Aufregung, aber es war auch die Hoffnung, dass man noch in Zeit der Documenta bis September die Möglichkeit hat, dann auch doch auf Dialog zu kommen, die Missverständnisse oder die Kommunikationsprobleme zu lösen. Und eine Art von guter Abschluss, was die Diskussion über die Documenta geht, dann zu finden. Inzwischen ist es nicht so geworden, wie wir uns gehofft haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns vorgenommen, in der letzten Woche der Documenta eine weitere Diskussionabend zu machen, wo es darum geht, wie wir auch der Name schon sagt, Kunst und Kontext, also Kunst und Kontext zu diskutieren, darüber zu reflektieren. Und wir haben relativ früh hat uns schon René Agiga von Deutschlandfunk Kultur zugesagt, diese Abend zu moderieren. Und wir waren aber von Anfang an im Klaren, wir wollen das machen, nicht über Leute zu sprechen, sondern mit Leuten zu sprechen. Und mit Leuten meine ich in allererster Stelle mit Palästinenser, am besten mit palästinensischen Künstlern. Das war auch René besonders wichtig, mir auch. Und wir haben seitdem sehr viele Leute angefragt, die Menschen, die auf der Documenta zeigen, palästinensische Herkunft. Wir haben aber palästinensische Künstler, die nicht auf der Documenta angefragt. Wir haben palästinensische Journalisten angefragt für diesen Abend. Und mussten feststellen, dass es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Dass doch nach sehr vielen Absagen mussten wir feststellen, dass etwas in der Kommunikation, dass die, vielleicht hat das mit Rahmenbedingungen, ich will gar nicht zu viel spekulieren, aber die Tatsache ist, dass wir vor allem Absage bekommen haben. Und umso mehr haben sie uns gefreut, dass am Ende, kurz vor Schluss, doch ein palästinensischer Vertreter bereit war, hier heute Abend aufzutreten und mehr zu erzählen, auch von seiner Sichtweise und auch das Gefühl zu vermitteln, wie fühlen sich Palästinenser in Deutschland, auch in der Klima, wie die Diskussion geführt werden. Was ist, wo fühlen Sie sich auch nicht genug geachtet? Also ich denke, es gibt sehr viel von dieser Sichtweise zu erzählen. Leider haben wir am Wochenende eine Absage bekommen, hat sich zurückgezogen. Die Absage kann ich so nicht erklären. Sicherlich gab Druck aus verschiedenen Richtungen, die zu dieser Entscheidung kurz vor der Veranstaltung geführt haben. Ich will gar nicht spekulieren, aber es ist eine Tatsache. Wir haben uns auch kurz geschlossen und diskutieren, ob die Veranstaltung in einer kleineren Konstellation noch vertretbar ist. Und die Antwort ist ja, weil wir einmal wollen jetzt nicht, weil eine Perspektive fällt, das Ganze ausfallen lassen. Und zum anderen, weil wir genau das mit dieser Veranstaltung offen thematisieren wollen. Wir haben ein Problem, wir haben ein Diskursproblem, wo eine Stimme deutlich zu wenig zu Wort kommt, aber diese Stimme irgendwie nicht so einfach exponiert oder einzuholen ist. Und in diesem Paradox oder in diesem Konflikt stecken wir, dass es
das ist der Punkt, wo das wir an unsere Grenze stoßen, und an diesem Punkt teilen wir das Problem auch mit euch und mit Ihnen. Ja, und nach dieser Vorrede, dann gebe ich gerne das Wort an dich, René, und wünsche uns alle eine spannende und aufschlussreiche Abend. Vielen Dank. Danke, Meron Mendel, für die Einführung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es wird sicherlich eine interessante Stunde oder anderthalb Stunden, bin ich ganz sicher. Es gibt zwei Überschriften von den vielen Überschriften, die dieser Abend auf der Website hat, mit denen ich viel anfangen kann. Der eine heißt Kunst und Kontext, sehr weit, sehr bisschen abstrakt auch. Und die andere Überschrift, die ich da gefunden habe auf der Website, die heißt Nach der Documenta. Also wir werden uns ganz sicher beziehen auf die Documenta in unserem Gespräch von einer guten Stunde, aber auch versuchen, ein bisschen nach vorne zu schauen. Viele Leute haben gesagt in den letzten Wochen, es hat eigentlich zwei Documenta-Ausstellungen gegeben, eine wirklich in Kassel und die andere im Feuilleton oder in anderen Formulierungen eine um den Friedrichsplatz in Kassel und die andere im Reden darüber. Und tatsächlich ist es ja so, dass vor der Eröffnung bereits sehr, sehr, sehr viel geredet worden ist über die Documenta, und es gab das Versprechen, eine ganze Veranstaltungsreihe zu machen mit dem Titel We Need to Talk, nachdem es die Antisemitismusvorwürfe gegeben hatte. Und jetzt gegen Ende, in den letzten Wochen, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, häufen sich die Bilanzierungen des Scheiterns des Redens, also dass der Dialog gescheitert sei. Und eine Formulierung, die dieses Scheitern auf einen Punkt zu bringen versucht, die möchte ich gerne für mich jedenfalls mindestens als Motto über diese Stunde stellen, nämlich: Der Dialog ist tot, es lebe der Dialog. Das ist am Ende eines Artikels, den Meron Mendel und Julia Alfandari in der SZ geschrieben haben, und was mir daran ganz gut gefällt, ist, dass wir, wie ein schlauer Mensch ja mal gesagt hat, überhaupt nicht kommunizieren können. Geht nicht. Das heißt, wir versuchen jetzt also zu sprechen. Ich würde gerne vorstellen, wer mit mir hier auf der Bühne sitzt. Das ist ganz außen Hito Steyerl, große deutsche Künstlerin, Filmemacherin, Autorin, und hat unter vielem anderen einmal bei einer Documenta teilgenommen, Documenta 12, 2007, und auch jetzt bei der Documenta 15, aber nach 10 Tagen oder einer Woche ihr Werk zurückgezogen. Und ich bin sicher, dass wir darüber reden, aber schön, dass du da bist. Willkommen. Wir kennen uns hier auf dem Podium alle noch nicht lange, wir haben aber beschlossen zu duzen, das sage ich jetzt mal so. Das ist ein freundliches International Du, würde ich das jetzt mal nennen. Daneben Nele Polacek ist Autor, hat unter anderem den Roman Das Unglück anderer Leute veröffentlicht. Entschuldigung, neben mir. Nele Polacek hat unter anderem den Roman Das Unglück anderer Leute veröffentlicht und schreibt regelmäßig für die SZ. Willkommen hier. Jetzt daneben, zentral in der Mitte, Julia Alfandari, hat lange gearbeitet für das Programm Dagesh, ein Kunst- und Kulturprogramm, und leitet jetzt den Bereich politische Bildung in der Bildungsstätte Anne Frank. Es wäre verrückt zu sagen willkommen, aber schön, dass wir jetzt reden miteinander. Ganz in der Mitte ist ein Stuhl, auf den Meron Mendel gerade schon angespielt hat. Es fehlt jemand, Jihad Ahmad von der palästinensischen Gemeinde in Hessen. Wir glauben, es war eine Initiative von Hito Steyerl, aber sofort haben wir uns angeschlossen. Also wir haben gemeinsam geglaubt, dass es gut ist, den leeren Stuhl als eine Art von Repräsentanz der Lücke hier stehen zu lassen. Jedenfalls darauf hinzuweisen, dass hier jemand fehlt, dass hier eine Lücke klafft für das Gespräch, so wie wir es uns vorgestellt hatten oder
konzipiert hatten, ähnlich wie Miron Mendel das gerade erzählt hat. In der Vorbereitung ist mir zumindest eingefallen, dass alle drei, die jetzt hier sitzen, Zeitungsartikel geschrieben haben aus Anlass dieser Documenta. Und ich fände das erhellend, am Anfang mal zu erfahren, was es mit diesen jeweiligen Texten, mit diesen jeweiligen Kommentaren so auf sich hatte. Vielleicht, Hito, beginnen wir mit dem deinen, denn das ist der früheste, der als früheste erschien, schon Anfang Juni, das heißt 3 Wochen vor der Eröffnung bereits. Wie kam es zu dem Text? Warum ist der schon so viel vor der Eröffnung eigentlich erschienen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt den Dialog fortsetzen und möglicherweise erst anfangen oder anfangen zu beginnen. Der Text kam zustande, weil es vor der Documenta ein Gesprächsformat namens We Need to Talk geben sollte. Das ist aufgrund von chaotischer Kommunikation nicht zustande gekommen und musste abgesagt werden. Ich hatte aber den Text mehr oder weniger schon geschrieben und habe mich dann entschlossen, den noch vor der Documenta zu veröffentlichen. Denn es ging nicht wirklich um die Documenta. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste ja noch niemand so genau, ich glaube, inklusive der Kuratoren, was da passieren wird. Es ging eher darum, sozusagen über die Rahmenbedingungen des Diskurses nachzudenken, zumal in Deutschland. Wenn ich jetzt, soll ich ganz kurz sagen, worum es da ging? Für mich war es, ich schreibe nie einen Text, in dem das Wort Ich vorkommt. Ich glaube, das war das erste Mal. Das war aber ganz, ganz wichtig für mich, das sozusagen persönlich zu markieren als ein Ergebnis meiner eigenen Lebenserfahrung. Und ich habe das begonnen mit einer Anekdote, wie ich als relativ junge oder gar nicht mehr so junge, aber auf alle Fälle total unbekannte Künstlerin gebeten wurde, Material einzureichen für die Documenta 11. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur dokumentarische Filme gemacht über Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Und dementsprechend enthielt dieses Paket dann auch einen Kurzfilm namens Babenhausen, in dem es darum ging, wie in einem kleinen Dorf in Hessen eine Demonstration stattfindet, weil der letzte dort lebende Jude, dessen Anwesen wurden gerade beide von Nazis niedergebrannt, und es findet eine Protestdemonstration dagegen statt, auf der auch die Geschichte eines eigentlich jahrzehntelangen Mobbings gegen diese Familie erzählt wird. Und ich konnte mich daran erinnern, dass dieser Film 2011 dabei war. Ich habe aber nie was von den Kuratoren gehört. Die haben das so mit höflichem Schweigen übergangen. Ich habe es auch nicht persönlich genommen, weil ich war auch wirklich nicht besonders berühmt oder irgendwas. Ich dachte, okay, so ist es halt. Aber es ist mir dann schon aufgefallen auf dieser Documenta, die übrigens die erste war, die von einem nicht-westlichen Kurator, Okwi Enweso aus Nigeria, gebürtig aus Nigeria, später dann in New York tätig geleitet wurde, dass deutsche Perspektiven oder überhaupt der Kontext eigentlich keine Rolle spielten. Dass es sehr viel darum ging, um Unterdrückung, um koloniale Zustände, Krieg und Traumata in der ganzen Welt, was sehr, sehr wichtig war. Ich fand diese Documenta wirklich unglaublich wichtig, auch für den internationalen Kunstkontext. Aber Deutschland spielte keine Rolle. Und das war etwas, von dem ich das Gefühl hatte, dass es zumindest in dieser Zeit, in den frühen 2000er Jahren, in der Rezeption postkolonialer Theorie insgesamt in Deutschland so war. Ja, dass postkoloniale Theorie umso lieber wahrgenommen wurde, desto weiter weg sie stattfand und desto weniger man sich sozusagen im Alltag selber damit befassen musste. Und darüber habe ich geschrieben in diesem Text, dass postkoloniale Theorie in Deutschland nach wie vor oftmals so eine Art von, wie soll ich sagen, Abwenden des Blicks von den eigenen Verhältnissen, und damit meine ich in diesem Zusammenhang wirklich den Rassismus in diesem Land und auch den fortlebenden und wieder stark gestiegenen Antisemitismus in diesem Land, tendiert auszublenden. Darum ging es mehr oder weniger in diesem Text, und ich dachte,
was auch immer passiert auf dieser Documenta, ich möchte einfach diese Position markieren im Vorhinein. Das war so der Rahmen. Nein, ich glaube, dass wir darauf sicher nochmal zurückkommen. Aber vielleicht machen wir erstmal so eine Runde. Nele, du hast Anfang Juli, einen Monat später, in der Süddeutschen einen Text veröffentlicht, der gar nicht direkt die Documenta zum Gegenstand hatte. Es ging um Antisemitismus, ausgehend von der persönlichen Beobachtung. Kannst du trotzdem verstehen, dass man das auch auf den Documenta-Kontext bezogen hat, deinen Text? Und magst du kurz mal genau erzählen, in welchem Kontext der entstanden ist? Es war so, dass ich mich, also dass es diese im Vorfeld diese ganzen Diskussionen ja schon gab, also bevor die Documenta angefangen hat, und ich nicht dazu schreiben wollte. Also dass man wird ja in einer Redaktion manchmal gebeten, sich mit einem Thema zu beschäftigen, und ich bin diesem Thema immer so aus dem Weg gegangen, weil ich gemerkt habe, dass es sozusagen Sachen gibt, die sind für mich Common Sense. Also es gibt Antisemitismus, und den gibt es auf der ganzen Welt fast, und es gibt antisemitische Gedankenstrukturen, und wenn über 1000 Künstler eingeladen werden, dann kann ich mir ausrechnen, alleine weil ich eine Statistik lesen kann, dass davon einige, viele auch antisemitische Gedankenmuster haben werden, so wie viele auch rassistische oder sexistische, also das gehört einfach dazu. Und das war irgendwie für mich Common Sense, und das sozusagen zu so eine Art aufzublasen, da dachte ich mir, ja, aber Leute, was denkt ihr denn? In welcher Welt lebt ihr denn? Und dann war mir dieser Diskurs unangenehm, weil ich dachte, ja, natürlich, es gibt Antisemitismus und es gibt Rassismus und es gibt Leute, die Dinge instrumentalisieren. Also, dass völlig klar ist, dass einige von denen, die über Antisemitismus reden, das nicht tun, weil ihnen Juden wahnsinnig am Herzen liegen, sondern weil sie vielleicht nicht normdeutsche Menschen noch ein bisschen weniger mögen als Juden. Und diese ganzen Sachen waren mir klar, und es hat mich sozusagen, dass ich dachte, ich möchte mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich dann doch alles gelesen habe und mich doch damit beschäftigt habe und mich über vieles aufgeregt habe, auch wie es so abgewiegt, also sozusagen dieses, da wird nichts sein, da ist kein Antisemitismus. Nee, nee, da ist natürlich Antisemitismus. Das ist nur Teil der Welt, und das ist auf eine Art, damit muss man rechnen, und das ist, wenn es nicht groß wird, also dass Menschen antisemitisches Denken ist in Ordnung, wenn sie antisemitisch handeln, müssen wir darüber anders reden. Und dann habe ich Hitos Text gelesen und dachte, ach, wie schön, da ist eine Position markiert, die ich für wichtig hielt, und habe mich weiterhin nicht damit beschäftigt. Und dann, also total, ich weiß noch, ich habe dich auch heute begrüßt mit, ich habe mich so über deinen Text gefreut. Und kannst du vielleicht kurz erklären, warum? Also was hat dich, warum hast du gedacht, oder welcher Punkt, der Text ist sehr substanziell und sehr thesenreich eigentlich, also viel drin. Was hat dich so berührt, dass du dachtest, dass... Weil ich das Gefühl hatte, dass sie einen blinden Fleck benennt. Dass sie sagt, wenn wir uns mit Unterdrückung beschäftigen in der Kunst dann und sozusagen, sozusagen international, dann wird ganz viel gesehen, und dass es eben, vor allem wenn wir dann in Deutschland sind, dass es einen deutschen Kontext gibt und dass es neben einem deutschen Rassismus eben auch Antisemitismus nicht nur in Deutschland gibt, dass das so oft ausgeblendet wird und dass jemand sich hinstellt und sagt, ich sage das jetzt, an der Stelle war für mich, also sozusagen, wenn jemand auf einen blinden Fleck, der mir völlig klar ist, der aber vielen anderen nicht klar zu sein scheint, hinweist, dann beruhigt einen das, weil man denkt, ah ja, okay, da sieht jemand das Problem und weist darauf hin, übrigens, da gucken wir alle nicht hin, das ist etwas, wo man hingucken muss, wenn man sich den Kampf gegen Unterdrückung irgendwie zu Herzen nimmt. Und dann dachte ich natürlich die ganze Zeit, naja, es ist ja trotzdem in Kassel, und auch wenn ich sagen kann, statistisch werden Menschen antisemitisches Zeug denken, auch Künstler, wird man davon nichts mitbekommen. Also ich dachte, das werden wir nicht sehen, und dann interessiert es mich auch nicht. Ich finde es in Ordnung, dass Menschen insgeheim schreckliche Dinge denken, das gehört zur Natur des Menschen dazu. Und mit denen kann ich mich unterhalten auf einer individuellen Ebene, aber man muss das nicht so aufbauschen. Und dann begann
die Dokumente. Ich war nicht da, weil ich Corona hatte, habe aber jeden Text gelesen, weil ich von zu Hause aus redigiert habe. Und dieses riesengroße, nicht Gemälde, dieses riesengroße Banner People's Justice mit dem blutunterlaufenden Augen, den Vampirzähnen, also der Vampirjude, hing mitten in Kassel und ich dachte, also es war gar nicht mal, dass es mich, es hat mich gar nicht so aufgeregt oder so, sondern ich dachte einfach, what the fuck, das hätte ich sozusagen Kassel nicht zugetraut, das hätte ich, dass es Leute denken, ja, dass es dann da hängt, das hätte ich nicht gedacht und habe immer noch nicht geschrieben und dann war es der Diskurs danach. Also es war, wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt, ja, das ist antisemitisch, aber die Dokumente ist total schön, geh doch mal hin, ist total nett da, wo ich immer dachte, das ist, als würde jemand sagen, ich habe mal in Heidelberg gewohnt, wo es Verbindungen gibt, wenn jemand sagen würde, du, da ist eine Verbindungsparty, ja, ja, da werden Leute vergewaltigt, aber die Party ist super. Und so kam mir das vor, dass es ist sozusagen, nee, Moment mal, in dem Moment das sozusagen so runterzuspielen oder zu sagen, ja, aber der Rest ist doch toll und der Rest, es geht doch eigentlich um soziale Gerechtigkeit und um Lumbung und um, dass wir alle was zusammen machen. Ja, in dem Moment machen wir nichts mehr zusammen. Und es war, mein Adressat war nicht Künstler, die vor 20 Jahren antisemitische Agitprop gemacht haben. Okay, mein Adressat war Deutschland war, dass ich das Gefühl hatte, dass in dem Diskurs was schiefläuft und dass Leute nicht, doch nicht begreifen, was ich immer dachte, dass man in Deutschland begreift, was es ist, Jude in Deutschland zu sein, was Antisemitismus ist, dass man da nicht sagen kann, aber der Rest ist total super. Und ich wollte gerne das, was ich immer möchte und an der Stelle besonders, dass etwas verstanden wird. Also ich wollte gerne eine Position verständlich machen, von der ich in dem Moment das Gefühl hatte, oh, sie wird wohl doch nicht verstanden. Und ein Satz noch zu dem Text, er fängt damit an, wie ich, im Odenwald stehe mit einem Maler, mit einem sehr, sehr schönen Maler und Lackierermeister. Und wir malen oder er malt eine Wand oder er klebt Kreppband, ich gebe ihm das Kreppband und er sagt, ja, ja, natürlich hassen die Leute die Juden, die haben ja auch das ganze Geld. Und wie ich mich dann mit ihm unterhalte, weil ich nicht denke, dass Menschen, wenn sie sowas denken, schlechte Menschen sind, sondern dass es diese Gedankenmuster gibt, dass es das Gedankenmuster, die Juden haben die Macht und die Juden haben das Geld und die Juden haben die Kontrolle, gibt und Leute teilweise gar nicht wissen, dass das antisemitisch ist, weil sie denken, das ist einfach ein Fakt. Also so wie man nicht denken würde, dass es, keine Ahnung, sexistisch ist zu denken, Frauen haben statistisch einen höheren Körperfettanteil, weil das ist ja faktisch wahr, dass es Menschen gibt, die nicht denken, dass Juden haben das Macht, die Macht, das Geld, antisemitisch ist und dass es in solchen Situationen gar nicht darum geht, Menschen zu verurteilen, sondern ein Gespräch zu führen und zu sagen, nur dass du das weißt, dieses Gedankenmuster hat zu all dem geführt, von dem wir wissen, dass es zu dem geführt hat. Also ich glaube, dass mein Interesse eigentlich war, das, was es immer ist, zu sagen, ah, okay, du denkst da was, was wirklich gefährlich ist und was wirklich falsch ist, lass uns darüber reden. Und das war der Text. Der Text war das Versuch, eine Position auszudrücken, was zu erklären. Ja, ja, genau. Danke. Ich habe gerade überlegt, ob ich eine winzige Nachfrage noch stelle. Deswegen mein Zögern. Nämlich diese Position, kannst du die so richtig auf einen Punkt bringen, die du da... Oder war es das, mit dem du wolltest sagen, dieser Malermeister vertritt was Gefährliches? Was die Position des Textes ist... Deutschland, pass auf deinen Diskurs auf. Die Position des Textes ist, Sachen sind nicht, also der ist sehr nah, auf eine Art, von einer anderen Warte ist es nah an dem, was Hito gesagt hat. Deswegen fand ich ihren Text so toll. Es gibt einen Kontext und es gibt eine Geschichte und du kannst Sachen nicht im luftleeren Raum besprechen. Und sozusagen, du kannst nicht sagen,
aber die Documenta ist doch trotzdem toll. Du kannst nicht sagen, aber der Rest, du kannst nicht das unter den Teppich kehren, wenn in Kassel 100 Quadratmeter Judenkarikatur hängt. Ja. Klare Position, vielleicht kommen wir darauf zurück nochmal. Erstmal Julia, dein Text, gemeinsam mit Miron zusammengeschrieben, Miron Mendel zusammengeschrieben, ist der jüngste dieser drei Texte, dieser drei Artikel. Wann ist er erschienen? Vor 2 Wochen vielleicht? Ja. Und der berichtet vor allem von euren Erfahrungen, die ihr als Bildungsstätte Anne Frank in Kassel gemacht habt. Ihr habt einen Stand da gehabt und seid Tag für Tag 4 Wochen? 4 Wochen, ja. Hingefahren und habt eure Bildungsarbeit angeboten. Und davon berichtet der Text, oder? Kann man das so sagen? Oder bilanziert? Ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall der Beweggrund des Textes, über diesen Stand zu sprechen. Und wir haben auf diesem Stand, genau 4 Wochen lang war der aktiv, also im Betrieb. Und wir haben da teils sehr krude antisemitische Anschuldigungen und Vorurteile erleben müssen. Und darüber haben wir geschrieben. Ich glaube, was uns sehr wichtig war bei dem Text, war auch nochmal hervorzuheben, dass diese Anschuldigungen oder das Publikum, das uns besucht hat, vorrangig aus dem deutschen bürgerlichen Milieu stammte. Denn was wir bei der Documenta-Diskussion auch sehr viel erlebt haben, ist diese Auslagerung von Antisemitismus auf die Ausländer, auf die internationalen KünstlerInnen. Wir erleben es ja auch immer wieder im medialen Diskurs, Antisemitismus ist ein Problem der MigrantInnen. Und da wollten wir eigentlich auch nochmal zeigen, nein, Antisemitismus ist ein Gesellschaftsproblem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das ist verortet, egal wo und vor allem aber auch in der Mitte unserer Gesellschaft natürlich. Und der Motivationsgrund war aber auch, um zu zeigen, dass wir frustriert waren aufgrund des Scheiterns des Dialogs, dass kein Dialog zustande kam, da würde ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sprechen, dass ich auch das sehr frustriert war, auch, unter anderem, dass wir eine Spaltung zwischen migrantischen oder schwarzen und POC-Menschen sehen und jüdischen Menschen, dass wir eine Instrumentalisierung sehen von Antisemitismus, dass sie also erst gegeneinander ausspielen und dass wir diese Lagerbildung auch sehen, eines postkolonialen Diskurses und eines antisemitismuskritischen Diskurses. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen noch Beispiele oder so geben? Also das ist gar nicht, ich frage jetzt nicht nach Saftigem, aber aber bevor man analysiert oder bevor man ein bisschen weiter überlegt oder so, vielleicht hilfreich, wenn man ein bisschen sich vorstellen kann, was ihr da gesehen habt, was ihr da wahrgenommen habt. Also es war eigentlich, ich muss sagen, es waren noch sehr viele gute Gespräche dabei, das sollte ich vielleicht vorwegnehmen. Es waren wirklich auch sehr viele konstruktive Gespräche dabei. Aber das Hauptargument war, das war Zensur und wer auch immer ihr seid, ich habe es bis heute nicht verstanden. Ihr mit dem Stand, ihr Bildungsstätte, ihr Juden, ich weiß es nicht. Was ihr da unterstützt, gleich dem, was die Nazis damals gemacht haben mit KünstlerInnen und der Kunst, entarteten Kunst. Und das war eigentlich eines der Hauptargumente. Andere Anschuldigungen war, und das ging auch tatsächlich in sehr krude Anschuldigungen rein, die Deutschen lassen sich vor ihren Juden geißeln. Aber was wirklich mir auch sehr viel begegnet ist, ist diese Macht der Juden, die immer wieder hervorgehoben wurde, wie sie uns die Documenta kaputt machen. Und da finde ich, da hat man ganz schön gesehen, dass dieses Versöhnungstheater sehr stark angegriffen wurde. In dem Sinne, unsere Documenta, unser kulturelles Erbe wurde angegriffen, aufgrund des, ja, ihr Juden seid doch jetzt endlich still, ihr hattet eure Zeit. Und das wurde auch immer wieder hervorgehoben, dass aufgrund der Macht der Juden das eben so skandalisiert wurde und es wäre nicht mit anderen passiert. Und das war einer der, würde ich sagen, das zweite Hauptargument. Aber ich meine, mein Favorite, wenn ich das kurz erzählen darf, war die Verschwörungserzählung,
als mir ein Herr sagte, naja, aber ich erzähle mir mal wirklich, wie es eigentlich war, was es eigentlich war. Es war ja eigentlich so alles ein Ablenkungsmanöver. Denn Taryn Pardi, erinnern Sie sich noch, als die palästinensische Journalistin ermordet wurde in den palästinensischen Gebieten? Das ist zur gleichen Zeit passiert, als dieses Banner hochgegangen ist. Und eigentlich war dieses Banner auch nur ein Ablenkungsmanöver, damit wir uns nicht auf diesen Mord der Journalistin konzentrieren. Mit anderen Worten, war eigentlich Taryn Pardi, wir sind eigentlich Mossad-Agenten. Das war so viel Detail. Das klingt nach Rückkopplungseffekt irgendwie. Ja. Das war spannend. Also es waren jedenfalls sehr, sehr spannende Wochen. Wir haben danach mal im Team unsere Best-ofs erzählt, wie viel Antisemitismus und Rassismus wir so erlebt haben. Wir haben es mit Humor genommen, würde ich sagen, aber es war trotzdem, also es war schon ziemlich erstaunlich, mit was für Ismen wir da konfrontiert waren. Wenn ich das jetzt so höre, dann höre ich unter anderem, also du hast jetzt viel berichtet und durchaus so einen Strauß oder so eine Palette oder so, aber unter anderem Verschwörungserzählungen und unter anderem eigentlich so deutsche Bildungsbürger, die da waren. Wie verhält sich das nach deiner Meinung, oder bitte gerne auch Hito und Nele, wie verhält sich das zu den Vorwürfen, die seit Anfang des Jahres artikuliert wurden, also seit Januar eigentlich, ist ja festgestellt worden oder gesagt worden, da könnte was passieren aus der Abteilung Antisemitismus, aber im Kontext mit BDS, also im Kontext mit Israel bezogenem Antisemitismus, gibt es da aus deiner Sicht ein Kontinuum oder ist das das Gleiche oder ist das sehr unterschiedlich oder wie würdest du das beschreiben, das Verhältnis zwischen diesen frühen Vorwürfen und dem, was ihr dann da gesehen habt? Ja, ich würde sagen, also vielleicht auch wichtig zu erwähnen, der Nahostkonflikt war natürlich auch großes Thema auf dem Stand. Also es wurde jedes Mal gesagt, naja, man darf doch Israel kritisieren, das war doch alles gar nicht so schlimm und es war doch kein Antisemitismus, sondern es ist legitime Israel-Kritik. Und da vielleicht auch noch ein Einwurf, da war es verwunderlich einfach zu sehen, Mark Tekesidis hat es davor auch schon erwähnt, dass es war erstaunlich zu sehen, wie wenig die Menschen eigentlich über antisemitische Bildsprache Bescheid wissen oder Antisemitismus im Generellen. Wie das sich verändert hat oder wie, ob es dann eine Fortsetzung gab. Ich würde sagen, für viele Leute war es ein herber Schlag ins Gesicht, was da passiert ist. Weil, also Maron Mendel hat sich ja auch immer sehr stark gemacht und eben sich auch diesen Vorwürfen und immer gesagt, naja, es ist kein Antisemitismus, es ist legitime Kritik an der israelischen Politik. Und was dann passiert ist, ist natürlich ein herber Schlag ins Gesicht und wie du auch schon gesagt hast, damit hat einfach auch niemand gerechnet, dass das dann auch passiert. Und ich würde sagen, es war eine andere Art. Also es ist eine andere Art von Antisemitismus, den ich da erlebt habe. Und das ist wirklich dieser strukturelle Antisemitismus, der gar nicht so sehr auf eine Umwegkommunikation war über Israel, Nahost so sehr, das gab es auch. Aber es waren ganz klare Gedanken von, die Juden haben zu viel Macht. Und das, was, und die NS-Vergleiche. Also es war nochmal, ich würde, wenn das deine Frage ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, war es nochmal ein Unterschied da zu der BDS und Israel-Kritik, die gab es auch. Aber für mich wurde noch mal total klar, wie Antisemitismus so stark in unserer Gesellschaft verankert ist und wir uns eigentlich nur mit der Vergangenheit beschäftigen und über sozusagen tote Juden sprechen, aber es über Antisemitismus der Gegenwart einfach so wenig besprochen wird und so wenig aufgeklärt wurde, dass wir bis heute sehen, wie viel Antisemitismus und antisemitische Gedanken noch in den Köpfen der Menschen stecken. Ja. Hey, du magst du vielleicht kurz erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass du deine Sachen zurückgezogen hast, also eine Installation, eine Videoarbeit? Gern, nur ich habe dann Fernpost aus Kassel bekommen. Ich habe mit dieser Post ähnliche Erfahrungen gemacht und was bezeichnend war auch, an der Dokumente, vor allem am Diskurs über die Dokumente, war, dass so unglaublich viel Ressentiment / antisemitisch gefärbt oder antisemitisch getriggert wurde, auch in der Mehrheitsgesellschaft, und dass das eigentlich überhaupt fast gar kein Thema war in der Debatte. Also ich denke für... Der Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft? Ja, ja, ja. Ich glaube, das war, es hatte so eine Art Ventilwirkung, ja, und da wurde unglaublich viel freigesetzt.
wie es zu meinem Rückzug gekommen ist. Also erstmal, das war jetzt nicht so einfach, das muss ich schon auch sagen. Das war auch nicht konsequenzlos, das muss ich schon auch sagen. Und der Grund war diese unglaubliche Sprachlosigkeit der Dokumenta. Ich will jetzt gar nicht das auseinandernehmen, wer genau das war, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wer da drin in welcher Funktion für was zuständig war. Ich bin nicht sicher, dass irgendjemand das genau weiß. Aber die Sprachlosigkeit und im Grunde auch die Weigerung, in eine Diskussion darüber einzutreten, was da passiert ist und was das hier und heute und in Kassel bedeutet. Und ich habe ziemlich früh gemerkt, dass diese Diskussion wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Und ich bin da auch in einer anderen Situation als viele von meinen internationalen Kollegen und Kolleginnen. Die haben ganz andere Kontexte, Bedürfnisse, Sorgen, Kunstpraxen. Aber ich bin hier geboren und ich bin hier aufgewachsen. Und für mich hat sozusagen das Fehlen einer Auseinandersetzung auch was ganz anderes bedeutet. Und was mich wahrscheinlich wirklich dann letztendlich dazu bewogen hat, war das Gefühl, dass ich quasi gezwungen werde, eine Entscheidung zu treffen, ob ich gegen Rassismus sein will oder gegen Antisemitismus, weil zu dem Zeitpunkt die Diskussion anfing, sich in einem Maße zu polarisieren, dass diese beiden Dinge extrem gegeneinander ausgespielt wurden. Und ich dachte mir, hey, das ist verrückt. Ich lebe in dem Land von Halle und Hanau. Ich lebe nicht in dem Land von Halle oder Hanau. Und ich lebe erst recht nicht in dem Land von Halle gegen Hanau. Das mache ich nicht mit. Ich lasse mir diese Entscheidung nicht aufzwingen, mich sozusagen in eines der Lager hinein polarisieren zu lassen. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, die Arbeit zurückzuziehen. Und ich möchte das nochmal sagen, ich finde nicht, dass man diese Entscheidung universalisieren sollte. Wie gesagt, meine Kollegin aus Kuba, die hat ganz andere Sorgen. Ich erwarte auch überhaupt nicht von der, dass sie sich so mit diesen für sie wahrscheinlich nicht so besonders wichtigen Dingen befasst oder ähnliche Konsequenzen zieht. Aber für mich war das an dem Punkt nicht anders denkbar. Nachfrage, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Die Dokumenta hat so ein Entweder-Oder dir nahegelegt? Denn das habe ich jetzt von entweder bei meinem relativ kurzen Besuch bei der Dokumenta nicht sehen können und auch in den Texten, die ich jetzt von Ruan Grupa gelesen habe, taucht ja, also in den programmatischen Texten taucht ja eher auf, wir sind gegen alles, also gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Ich glaube, der Tenor, der in den letzten Briefen aufgetaucht ist, also sehr abwehrend gegen jeden Antisemitismusvorwurf zu reagieren und sozusagen sofort mit Rassismusvorwürfen zu kontern, den gab es eigentlich relativ früh schon und der wurde dann sozusagen, desto länger die Dokumente dauerte, desto mehr wurde er publik. Am Anfang war das nicht so offensichtlich oder nicht so. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass es richtig ist, dass Dokumenta Künstler und Künstlerinnen völlig zu Unrecht und unfair beschuldigt wurden, angegriffen wurden, teilweise gewaltsamer Bedrohung ausgesetzt waren. Das muss ich auch dazu sagen, das war so. Und niemand hat sie auch wirklich verteidigt dagegen. Was ja, also das heißt, es gab diese extreme Spannung und Polarisierung und ich kann bis zu einem bestimmten Punkt beide Seiten verstehen, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass sich beide so auseinander dividieren lassen haben. Also nach meiner Beobachtung ist es tatsächlich so, dass im Augenblick ja sehr stark auch dieser Rassismusvorwurf im Raum steht, unter anderem durch dieses Papier der KuratorInnen und auch vieler KünstlerInnen, das kurz nach der Presseerklärung der Experten veröffentlicht wurde, sodass man
aus unterschiedlichen Richtungen und mit extrem unterschiedlichen Gründen, aber jetzt so im öffentlichen Raum einen Antisemitismusvorwurf gegen einen Rassismusvorwurf stehen hat. Könnt ihr diese Beobachtung nachvollziehen? Vielleicht Nele? Oder? Ich glaube, dass es das eine ist, zu sagen, wir sind gegen alle Arten von Ismen, und wenn man hier einmal durchs Gebäude läuft, dann sieht man den Aufkleber und die Aufschrift, und dass das ein Slogan ist, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, und das kann man sehr schnell sagen. Man kann sehr schnell sagen, ich bin gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, auch wenn das nicht auf Ismus endet und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine Praxis, dann gibt es das, was du tust. Und ich glaube, dass Juan Gruber sehr schnell darin war, zu sagen, natürlich sind wir gegen Antisemitismus, und dass das aber nicht das ist, was ich sehe, wenn ich mir angucke, was passiert. Und wenn ich zum Beispiel hatten wir ein Interview, was mit einem Mitglied, also in der Süddeutschen, mit einem Mitglied des Kuratorenkollektivs, in dem gesagt wurde, und dass es sozusagen rassistisch ist, was ich glaube. Also ich glaube, dass ganz viel in Deutschland rassistisch ist oder ganz viel auf der Welt rassistisch ist, und dass natürlich, wie gesagt, Vorwürfe instrumentalisiert werden. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und er sagte, und wenn es nicht der Antisemitismus gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Und ich fand es für mich schockierend. Also ich glaube, man muss in der Lage sein zu sagen, wir werden rassistisch angegangen und das ist ein riesengroßes Problem, über das wir reden müssen. Gleichzeitig, wir haben hier antisemitisches Zeug in Kassel aufgehängt und das ist ein riesengroßes Problem, und das eine entschuldigt das andere nicht. Und ich fand, dass sehr oft der Versuch unternommen wurde, das eine mit dem anderen zu entschuldigen oder als eine Ablenkungstaktik oder sozusagen, man kann sagen, etwas wird instrumentalisiert und es stimmt trotzdem. Man kann das beides gleichzeitig zusammendenken, und deswegen verstehe ich dieses Gefühl, also dass da eine Binarität aufgemacht wird, die nicht notwendig ist. Also man ist in der Lage zu sagen, das war antisemitisch. Große Teile des Diskurses wurden rassistisch instrumentalisiert. Das kann man beides gleichzeitig sagen. Und zwar kann man das aus beiden, auch wenn man einen Standpunkt hat. Also natürlich ist mein Standpunkt der eines Menschen, der sehr viel Erfahrung mit Antisemitismus hat. Und das ist ein Standpunkt. Trotzdem kann ich das andere sehen und das andere wahrnehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass man zwar sehr schnell gesagt hat, wir sind aber gegen Antisemitismus, es aber in der Praxis nicht mehr passiert ist. Nach meiner, also ich verstehe den Punkt und alles plausibel und so, nach meiner Erinnerung ist es aber auch so, dass Juan Gruber und Taring Padi sich schnell entschuldigt haben, oder täuscht meine Erinnerung? Naja, aber auch bei Entschuldigungen ist es so, und es ist, glaube ich, ein generelles Problem, was ich momentan habe, dass ich das Gefühl habe, auch Entschuldigungen kann man ganz schnell machen. Auch eine Entschuldigung kostet nichts, und zu sagen, es tut uns leid, wenn Gefühle verletzt wurden, that's not the point, that's not what we're talking about. Die Art der Entschuldigung, wenn ich mir, und ich habe sie, glaube ich, alle gelesen, auch was Frau Schaumann gesagt hat, dass ich immer dachte, ja, aber da steht nicht, ja, da haben wir antisemitisches Zeug gemacht, wir haben das nicht kontrolliert, wir haben vorher gesagt, es wird keinen Antisemitismus geben, wir haben unsere Sorgfaltspflicht nicht wahrgenommen. Also es gibt einen Unterschied zwischen, oh, tut mir wahnsinnig leid, falls ich deine Gefühle entschuldigt haben sollte, und nee, ich habe Scheiße gebaut. Und ich fand, dass die Entschuldigungen pro forma wirkten, und dass das aber auch ein generelles Problem ist, was wir diskursiv gerade haben. Also das merke ich auch, wenn ich irgendwie mir angucke, wenn diese würden und mehr Dialog führen. Also sozusagen, wenn du nicht verstanden hast, warum du dich entschuldigst, dann entschuldige dich doch nicht, sondern sag, vielleicht habe ich was falsch gemacht, I don't get it, let's talk. Ja, ich verstehe den Punkt im Allgemeinen. Ich kann ihn nicht ganz mit meiner Erinnerung an diese konkreten Entschuldigungen zusammenbringen, aber es spielt keine Rolle. Wir können alles googeln. Es spielt keine Rolle, Julia. Ja, zu viel zu sagen. Ich glaube, erstmal, was ich sagen möchte, ist, Antisemitismus ist nicht der Grund für Rassismus. Und so wird es gerade dargestellt. Von wem?
von ganz vielen in dem Diskurs. Aufgrund des Skandals um und die Diskussion um die Debatte von Antisemitismus wird Rassismus bagatellisiert oder wir KünstlerInnen gesprochen, auf der Dokumente erfahren mehr Rassismus, weil wir unter dem Generalverdacht des Antisemitismus stehen. Eins wird gegen das andere ausgespielt und das ist fatal, was gerade passiert. Und es ist scary vor allem auch. Und es zeigt eigentlich auch, wie diese Spaltung eigentlich schon vorangeschritten ist und verankert ist. Ich würde aber auch sagen, und da auf den Punkt zu kommen, den du gerade angemerkt hast, das Spannende ist ja gar nicht so sehr, und da würde ich dir zustimmen, es ist nett, dass eine Entschuldigung kam, aber es geht nicht um die Emotionen so sehr, dass wir als jüdische Menschen verletzt worden sind, sondern was ich spannender gefunden hätte, und da haben wir eine Chance des Dialogs verpasst, wieso gibt es überhaupt Antisemitismus in Indonesien? Und wie wurde die Reichweite, die strukturelle Reichweite des Antisemitismus, wie sie transportiert wurde? Und das wäre eben interessant gewesen, darüber mehr zu sprechen und darüber auch in den Dialog zu kommen, zu sagen, die wenigsten Menschen sind bewusst antisemitisch oder rassistisch. Und ich bin mir sicher, die haben das nicht mit bewusst antisemitischen Intentionen gemalt. So wurde es jedenfalls auch von Rohan Grupa dargestellt. Ich hoffe, das stimmt so. Aber es zeigt den strukturellen Antisemitismus, der verankert ist und der weltweit verankert ist. Und darüber zu sprechen, wäre zum Beispiel auch spannend gewesen. Und ich persönlich habe, und da nehme ich jetzt den Bildungsstättenhut ab und nehme den aus einer situierten Perspektive sprechenden Hut auf. Als jüdische Person fand ich es total befremdlich und frustrierend, als das passiert ist, als dieses Banner gezeigt wurde. Es war einfach nur frustrierend zu sehen, ich setze mich sehr stark gegen Rassismus ein und versuche solidarisch zu sein, versuche mich aufzuklären, versuche Empathie, heute wurde viel über Empathie gesprochen, auch auf einer empathischen Ebene zu agieren. Und was aber kam, war wenig Verständnis und der blinde Fleck in der sogenannten, und das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt nicht die postkoloniale Position, aber es wurde nicht kritisch hinterfragt, fand ich. Es wurde entschuldigt und es wurde gesagt, es war nicht gut, aber es wurde nicht kritisch hinterfragt, wo da der blinde Fleck liegt. Beim Zustandekommen dieses Banners, oder? In der Diskussion danach, in der Reaktion vor allem. Eine Reaktion aus dem postkolonialen Lager, finde ich. Also so habe ich das wahrgenommen. Und ich finde, da klaffen ja in dieser ganzen Diskussion klaffen ja zwei Sachen. Es ist ja ein StellvertreterInnenkampf, ein identitätspolitischer Kampf und ein erinnerungspolitischer Kampf, den wir da ausfechten, gerade in dieser Dokumente-Diskussion. Und genauso wie, und wir gehen jetzt weiter, oder ich würde jetzt gerne noch mal was öffnen, sorry, aber genauso wie ich finde, dass es einen blinden Fleck in der postkolonialen Diskussion gibt zum Thema Antisemitismus, verwehrt sich die antisemitismuskritische Position sehr stark einer Pluralisierung der Erinnerungskultur. Und das ist auch einer der Probleme, warum zum Beispiel die Kolonialgeschichte von Indonesiens auch nicht so sehr eine Rolle gespielt hat, würde ich behaupten. Das war jetzt viel. Ja. Wie kann man das erklären, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, der postkoloniale Blick einen blinden Fleck in Bezug auf Antisemitismus haben soll? Ja, die Diskussion. Also, jetzt machen wir sie auch. Ich frage das jetzt so freundlich. Ich kann auch bekennen, dass ich gar nicht weiß, was dann da überhaupt gemeint sein soll an Autoren oder so. Also, weil es, glaube ich, viele darunter gibt in meiner Wahrnehmung, die sich gar nicht für Nahost, die sich damit gar nicht beschäftigen. Ja, ich würde sagen, dass gegenwärtiger Antisemitismus, ich glaube, dann da gehen wir in die identitätspolitischen Fragen rein, Juden als weiß markiert sind. Und somit, glaube ich, Antisemitismus gar nicht so sehr als Problem dargestellt wird, wie es Rassismus ist, aus der Perspektive. So wird es heute gesagt, aber also ich muss sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, eine ganze Forschungsrichtung mit extrem unterschiedlichen heterogenen Genau, deswegen Ansätzen. Hatte ich auch gesagt, es gibt nicht die postkoloniale Positionierung, aber es gibt auch ganz viele KünstlerInnen, AktivistInnen, BildnerInnen, die sich in diesem Lager verorten und
da sehr oft Antisemitismus bagatellisiert wird und als ein weißes Problem dargestellt wird. Das ist etwas, das wir nicht haben, das nicht so wichtig ist, was nicht so dringlich ist. Und da würde ich sagen, ist der blinde Fleck drin. Okay, und auf der anderen Seite, du hattest gerade noch eine Genau, auf der anderen Seite, in der antisemitismuskritischen Perspektive, wird Rassismus ganz oft nicht ähnlich wertig gesehen. Und wir befinden uns ja in sowas wie einer Opferolympiade schlussendlich. Wer ist die größte Leidensgemeinschaft? Und da würde ich aber schon sagen, das hat ganz viel mit der Erinnerungspolitik zu tun, die vielleicht sehr eindimensional noch gedacht wird und nicht multidirektional auch gedacht wird. Ganz naive Nachfrage, weil ich bin ja nicht aus der Bildungsarbeit. Der Begriff Antisemitismus kritisch, ist der so total geläufig? Das klingt mir eigentlich, ehrlich gesagt, zu weich in Bezug auf Antisemitismus. Also das klingt ein bisschen so, als könnte man Unterscheidungen treffen zwischen Sachen, die sind gut und Sachen, die sind schlecht. Das klingt mir so ein bisschen wie das Wort Narzissmus kritisch. Also oder rassismuskritisch gibt es auch. Ja, genau, aber gleiche Frage. Ja. Klingt es zu weich? Mir fällt erstmal kein besserer Begriff ein und ich finde, wir sollten kritisch sein gegenüber was Antisemitismus betrifft. Und Antisemitismus ist nicht Antisemitismus, es gibt verschiedene Phänomene und Auslegungen von Antisemitismuskritik auch und von Antisemitismus generell in der Praxis. Aber ich würde schon sagen, dass der kritische Ansatz dazu in der Bildung passend ist, weil wir aufklären und versuchen, ein kritisches oder die Teilnehmenden kritisch dahin zu bekommen, dass sie kritisch denken, dass sie kritisch auf etwas blicken und nicht sie zu überzeugen. Das ist nicht die Aufgabe von Bildungsarbeit. Die Bildungsarbeit soll einen Transformationsprozess, einen normativen Wandel mitbewirken. Bitte, shoot. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht und es ist immer gut, spontane Gedanken zu riskanten Themen auf einer Bühne zu äußern. Also falls es Blödsinn ist, ja. Spontan ist mein Gefühl, dass wenn ich mit progressiven Juden zusammen bin, also wenn ich in einem, also nicht nur Juden, sondern in einem sozusagen Jewish Space, da dürfen auch Goys sein, das kann irgendwie Elis, also Dagesh, also dieses jüdische Bildungswerk, keine Ahnung, wenn ich mit amerikanischen progressiven Juden und so weiter und so fort, wenn ich mit in einem Jewish Space, der progressiv bin, dann wird Rassismus wahnsinnig doll mitgedacht. Dann geht es sehr, sehr, sehr viel darum, das wahrzunehmen, mitzunehmen. Dann wird sehr, sehr viel kritisiert, dass es konservative jüdische Kreise gibt, die das nicht mitdenken und so weiter und so fort. Wenn ich, und das war ich 7 Jahre lang, und bin es immer noch, immer wieder tatsächlich auch als mit gefühltem Bildungsauftrag, wenn ich in progressiven postcolonial Spaces bin, wird Antisemitismus meiner Erfahrung nach nicht auf die gleiche Art und Weise mitgedacht. Ich versuche mir gerade so einen postcolonial Space vorzustellen. Ich war zum Beispiel, also ich kann es dir sagen, ich war vor einiger Zeit, kennst du keine Postcolonial Spaces? Nope. Also Spaces, die sich Postcolonialism als Themen, also nicht, dass die Welt... Ich kenne Seminare über Texte oder über so das kennen. Okay, ich war vor kurzem auf einer queer-literarischen Kritikveranstaltung, whatever. Und es war mir sehr, sehr klar, dass, also wir haben vorhin über Tokenism geredet und das Problem, dass Menschen als Token eingeladen werden und dass auch wer auf diesem Stuhl sitzen sollte, sich vielleicht wie ein Token fühlt und es auf eine Art ja auch ist, also so wie wir alle irgendwie auch Token sind. Und auf diesem Panel war mir sehr klar, dass wir alle, die wir hier sitzen, zu viert da sind, weil wir eine schwarze Frau, eine jüdische Frau, eine und so weiter und so fort. Also mir war völlig klar, nach welchem Gesichtspunkt dieser Space organisiert ist.
was ich auch voll okay finde. Also ich finde es in Ordnung, dass man sagt, wir wollen gerne einen diversen Space machen und wir sind queer, kritisch und so weiter und so fort. Und die Frau, die neben, und wir, und irgendwie kam dann die Frage, sagte irgendwie jemand im Vorgespräch, kam die Frage auf, wir machen jetzt hier literarisches Quartett, wer ist denn Maxim Biller? Und ich meldete, also um das zu sagen, Maxim Biller ist ein jüdischer Literaturkritiker, Literat, Entschuldigung, und ich machte den offensichtlichen Yeah, it's me. Und die Dame, die neben mir sitzt, zeigt auf mich und sagt, der Jude. Und ich dachte, wenn ich das andersrum machen würde, that wouldn't work. Verstehst du, was ich meine? Ich habe eine Ahnung. Wenn ich auf einen Menschen zeigen würde und den mit einem Adjektiv belegen, was eine Identitätsgruppe markiert, würde das nicht funktionieren. Und ich glaube, in solchen Spaces, also, ich muss es jetzt nicht vormachen, du weißt, was ich meine. Hier. Ich fürchte ja. Also. Und mein Gefühl war, also diese Situation, dass ich in sozusagen sehr, sehr postkoloniales Gedanken mitdenkenden Spaces bin, wo ich sehr gerne bin, weil ich postkoloniale Theorien für wichtig und erleuchtend und aufklärend halte und weil ich mit Menschen, die das auch so sehen, sehr gerne zusammen bin, habe ich ein sehr starkes Gefühl, dass Antisemitismus nicht mitgedacht wird. Haltet ihr das für Blödsinn? Und andersrum nicht. Also andersrum, wenn ich sozusagen im korrespondierenden, eher jüdisch-progressiven Space bin, würde ich das nicht so sehen. Ich würde sagen, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit der Frage auch adressiert bin, aber ich würde sagen, das kann man als Eindruck einfach so stehen lassen. Das ist dein Eindruck. Also. Nein, weil du das gesagt hast, weil du das auf gleichwertig, also weil du das sozusagen gleich, als gleichgesetztes Thema. Würde ich ähnlich sagen, ist dein Eindruck, ist ein legitimer Eindruck, den gibt es bestimmt auch und mit Sicherheit. Ich würde aber, wenn wir über, es gibt sowas wie Communities nicht oder Spaces, ist glaube ich schwierig, aber ich würde schon sagen, meiner Erfahrung nach hat Rassismus einen sehr hohen Stellenwert in der jüdischen Gemeinschaft. So mein Eindruck. Als Antirassismus. Nee, eben, dass sie sehr stark rassistisch sind. Also, du würdest sagen, dass jüdische... Really? Aber das ist jetzt... Wir gehen jetzt in ein... Aber nach 60 Sekunden würde ich vorschlagen, dass ich ein Thema nochmal vorschlage. Vielleicht habe ich mit den richtigen Juden zu tun. Könnt ihr mal mein Mikro, danke. Jenseits aller Eindrücke kann man festhalten, diese Diskussion hat auf der Documenta nicht stattgefunden. Okay? Also daran würde ich gerne anknüpfen. Also ich würde die Frage nach dem Dialog nochmal, nach nicht funktionierendem Dialog. Übrigens, ich schlage dieses Thema jetzt vor, versuche ein, zwei vernünftige Fragen dazu zu stellen, aber ich wollte jetzt schon mal sagen, es gibt auch die Möglichkeit, aus dem Publikum zu fragen und vielleicht... niemand hier hat das Gefühl gehabt, genau, den Wunsch können wir auf jeden Fall erfüllen. Ich schlage trotzdem vor, jetzt ganz kurz nochmal über das Thema Dialog, scheiternder Dialog zu sprechen, weil mich zum einen interessiert, woran das eigentlich gelegen hat, zumindest aus eurer Sicht, und vielleicht sogar ein bisschen die Frage auch mitlaufen lassen, wie kann das eigentlich anders werden? Zum Einstieg würde ich gerne daran erinnern, dass in Interviews mit Ruhan Grupa, die ich gelesen habe, auch die KuratorInnen sich darüber beklagen, dass der Dialog nicht funktioniert hat. Weil sie zumindest nicht den Eindruck hatten an verschiedenen Stellen, er würde gesucht werden mit ihnen. Weil sie jetzt zuletzt auch dieses Expertengremium als eine politisch autoritäre Sache wahrgenommen haben, so zuletzt auch in einem aktuellen Interview in der Zeitschrift Monopol. Aus welcher Sicht, aus welchen Gründen aber aus eurer Sicht ist der Dialog gescheitert? Also das ist ja sicherlich eine andere Perspektive. Aber vielleicht könnt ihr euch auch versetzen in die Perspektive des Kuratoren. Kollektivs. Hito, möchtest du
Beginn? Naja, vorher auf der Konferenz hat Meron Mendel den Historikerstreit 2.0 für beendet erklärt, ja? Nachdem es ein sehr höfliches und freundliches Panel um die Frage des Historikerstreits herum gab. Und ich dachte, mein Gott, warum sagt ihr das nicht ein paar Monate früher? Weißt du, dann hätten wir uns eine ganze Menge auch von Missverständnissen sparen können. Ich glaube, dass es vorgängige Debatten gab, die sich wirklich wie so eine Art Schema auch auf die Dokumenta draufgelegt waren. Da war es, nachdem auch die Dokumenta selber sehr unglücklich und auch nicht besonders diskussionsbereit oft agiert hat, auch nicht mehr möglich, da rauszukommen. Deswegen denke ich mir, all diese Verwicklungen am Schluss, das ist, war wahrscheinlich dann ab einem bestimmten Punkt unvermeidbar. Ja. Also die Dynamik war da und das lief alles irgendwie nach Gesetzen mir unbekannter Debattenphysik ab, aber es schien nicht mehr, dass man da noch irgendwas wirklich hätte tun können. Also das ja. Heißt, aber wenn, ja, ja, deswegen, also ich kann gar nicht mehr wirklich viel dazu sagen, zu dem, wie es irgendwie in den letzten Drittel der Dokumente, so, was da so passiert ist, weil ich konnte auch teilweise gar nicht mehr folgen und vor allem, es kam mir nicht mehr produktiv vor. Das war das. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt fast schon egal, was da am Schluss passiert ist. Man muss das jetzt abschließen und sagen, das ist jetzt die Situation. Die Situation ist, der Dialog ist momentan kaum möglich. Und man muss von vorne wieder anfangen. Hat denn um die Dokumenta diese schlechte Kommunikation, diese zum Teil katastrophale Kommunikation, hat die auch etwas zu tun, was gar nichts mit Politik und Einstellung zu tun hat, sondern einfach mit unterschiedlichen Erwartungen und unterschiedlichen Verständnissen von Kommunikation? Also das, dieses kultureller Unterschied-Argument, das glaube ich, ist weniger wichtig. Das Wort Kultur habe ich gerade gar nicht gesagt, aber ja, einfach, dass da... Ich weiß nur, dass das kam in der Debatte häufig vor. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Elemente, unter anderem auch das kuratorische Konzept, das so eine Art von organisierten Chaos schon darstellt. aber ich, wie gesagt, also das... Was also die Kuratoren haben es nicht Chaos genannt. Was ich vermeiden möchte, ist zu spekulieren, was andere Leute gedacht haben. Das bringt nichts. Ja? Ich wünschte, und jetzt in letzter Zeit reden Sie ja sehr viel darüber, das haben Sie aber die ganze Zeit nicht getan, was die Beweggründe und so weiter sind. Und deswegen ist es auch müßig, darüber zu spekulieren. Ich möchte auch nicht Bauchrednern oder so. Die Fakten sind, der Dialog ist nicht zustande gekommen. Jetzt sind wir eigentlich in einer schwierigeren Situation als vorher. Und wie kann man jetzt weitermachen? Woran kann man überhaupt noch anknüpfen? Das ist jetzt für mich wirklich die Priorität, weil also da noch alles auseinanderzufieseln, wer wann was, he said, she und so weiter, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich an einen produktiven Punkt kommen, von wo aus ein Neuanfang möglich wird. Julia, ja, warum gescheitert? Ja, ich würde das eigentlich sehr unterstützen und ich finde, der Dialog hätte vorab stattfinden müssen. Es gab diese ganzen Vorwürfe schon davor und das wäre der Momentum gewesen. Ich glaube, jetzt ist es auch gerade überhaupt kein Moment mehr zum Sprechen, während die Dokumente auch läuft. Was mich interessieren würde, und ich finde, da ist die Kunst oder die Kultur eigentlich auch ein ganz guter Raum dafür, welche Vision haben wir denn? Also es ist gerade nicht möglich zu sprechen, aber Kunst hat dieses schöne Potenzial, andere Zukünfte zu imaginieren. Und ich finde, es muss irgendwie möglich sein, sich zu überlegen, in welcher, ich würde es nicht Utopie nennen, weil Utopie so ein abgeschlossener Prozess ist, sondern aber in welcher Vision, wie wollen wir denn das zusammenleben und wie wollen wir aufeinander zugehen? Und ich würde schon sagen, das, was im Dokument da jetzt passiert ist, es ist wie so unter einem Brennglas die Diskussion, die eben über Erinnerungspolitik, über Identitätspolitik, auch über die Dokumente hinaus passieren. Und der nächste Skandal wird kommen, wenn wir nicht anfangen zu reden und es auszuhandeln. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, aber ich sehe wirklich einen riesen, einerseits
eine riesen Konfrontation mit dieser Frage der pluralen Erinnerungspolitik, wenn wir die nicht irgendwie anfangen zu meistern, und ich weiß nicht, ob wir sie jemals meistern werden, und es ist ein ongoing Prozess, wie wir auch heute gelernt haben, wird der nächste Skandal kommen, weil es hat viel damit zu tun. Wer wird gesehen, wer wird nicht gesehen, wer wird anerkannt, wer wird nicht anerkannt. Und das... Also weil das eh gerade so angelegt ist oder was in der Gesellschaft? Ganz genau. So wie du auch gerade angedeutet hast, dass, also in der Dokumente hat sich was konzentriert, was das sowieso, ohnehin schon genau. angelegt ist. Und die Membe-Debatte, über die wir jetzt heute nicht geredet haben, hat es ja eigentlich... Können wir auch noch. hat es ja auch gezeigt. Und das, der nächste Skandal wird kommen. Und das ist, glaube ich, ziemlich garantiert. Also in dem Sinne denke ich, dass es... Manche sagen, dass wir diesen Kampf der Anerkennung schon überwunden haben mit dem Maxim Gorki Theater. Ich glaube es jetzt nicht, sondern ich glaube, es ist immer noch ein identitätspolitischer Kampf, den wir da ausfechten. Und das geht viel um die Frage von Anerkennung. Genau. Und der muss und in der Kulturwelt, wo eben verschiedene Welten zusammen clashen und verschiedene Perspektiven und politische Einstellungen, ist, glaube ich, der Ort, wo es ausgefochten werden kann. Bringt mich auf eine weitere Frage, aber vielleicht sagst du noch was zum Dialog und Scheitern. Ich glaube, dass der Dialog deswegen scheitert, weil wir zu große Konsequenzen dranhängen, weil es immer darum geht, ob man ein guter Mensch ist oder ein schlechter, also weil es momentan sehr viel darum geht, ein guter Mensch zu sein oder ein schlechter Mensch zu sein, und weil wir deswegen sehr schnell in ich habe mich doch jetzt entschuldigt und können wir jetzt bitte mal weitermachen, anstatt dass wir sagen, also ich glaube auch nicht, dass wenn du sagst, der nächste Skandal wird kommen, wenn wir nicht drüber reden, das glaube ich nicht, ich glaube, der nächste Skandal wird kommen, auch wenn wir drüber reden, weil das, was in unseren Köpfen drin ist, eben skandalös ist, in vielerlei Hinsichten. Ich glaube nur, dass es trotzdem besser ist, es mal zu sagen und sich sozusagen zusammenzusetzen, und dann sagt man, was im Kopf, also es hat mir in der Seele wehgetan, dass als Meron diese Veranstaltung hatte, da kein Vertreter von Ruan Grupa auf der Bühne sitzt und gleichzeitig jeder Presseberater, den ich kenne, und Anfang nach der Eröffnung. Ja, genau. Jeder Presseberater, jeder PR-Mensch sagt mir, wenn du Scheiße gebaut hast, Don't explain, don't say anything. Das ist der Rat, den man heute gibt, weil wenn du weiterredest, sagst du das Nächste, was nicht stimmt, weil obviously, da ist noch mehr, wo das herkam. Und ich glaube, deswegen sind wir momentan in einer Situation, in der wir Leuten sagen, dass sie nicht reden sollen. Also sozusagen, in denen wir sagen, in denen wir uns eher zurücknehmen, in denen wir eher sagen, nein, ich begebe mich jetzt da nicht hin und ich bin jetzt nicht in diesem Gespräch, weil so hohe Konsequenzen daran hängen. Und ich glaube, das kritisierst du oder das beobachtest du? Oder das beobachte ich, und ich halte das für eine schlechte Entwicklung. Ich glaube, man sollte sagen, dann ist was schiefgelaufen und dann muss man darüber reden. Und zwar... Und ich glaube zu sagen, aber ich bin nicht das und ich bin nicht Antisemit und ich habe nicht das. Also wenn es immer darum geht, wer man als Mensch ist, dann ist es so wahnsinnig schwer, eine Unterhaltung zu führen. Ich glaube, wenn man sagen könnte, dann setzt man sich zusammen hin und führt diesen Diskurs und muss auch am Ende nicht der gleichen Meinung sein. Und es ist auch in Ordnung, dass ich sage, du hast da übrigens was Antisemitisches gesagt, und dann sagt jemand anders, du hast da übrigens was Rassistisches gesagt, und dann sagt man, ah, habe ich nicht verstanden, erklär mal. Also man muss sich gar nicht sofort von jedem Vorwurf freimachen. Man kann manchmal den auch aushalten und nachfragen. Und ich glaube aber, wenn sozusagen der moralische Druck so hoch ist, dann können Leute das nicht mehr leisten. Und ich glaube eigentlich sozusagen man würde besser daran fahren zu sagen, Menschen denken komische Dinge, und dann klärt man einander darüber auf und handelt das miteinander aus, und dann hat man auch diese Spaltung nicht mehr. Ich glaube, diese Spaltung können wir überkommen, wenn wir sagen, lass uns gegenseitig erklären, wo wir aus unserem Standpunkt was nicht verstanden haben, wo wir Zeug denken, was eigentlich gar nicht so cool ist. Okay, also weil die Ladung ist zu hoch. Ja, ich glaube, die Ladung ist zu hoch. Moralisierend und personalisierend. Ja, ich glaube, wir müssen dann immer sagen, entweder wir sagen dann,
der ist Antisemit, deswegen reden wir, oder der ist Rassist, deswegen reden wir mit dem nicht, oder wir müssen sagen, nein, da ist ja gar nichts Problematisches. Wir müssen uns für eine der beiden Pole entscheiden, anstatt auszuhalten, dass wir uns irgendwo in einem Graubereich befinden, permanent. Verstehe. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Muss ich das jetzt eigentlich erkennen, wer als erstes dran ist? Also er hat als erster, glaube ich, die Hand gehoben und dann der Herr da in der Mitte. Also ich, habt ihr schon? Ich merke es mir. Und dann ist... Ich merke es mir. Bitte? Mein Name ist Helmut Suthor. Ich habe eine Frage an die Anne-Frank-Stiftung. Und zwar habe ich die Frage, ob Sie mit der Rolle als jemand, der Vermittlung anbietet, der Dialog anbietet, glaubwürdig sind. Ich möchte es wie folgt begründen. Im Juli 2019 hat Meron Mendel, so wie ich es verstanden habe, im Namen der Anne-Frank-Stiftung einen Aufruf unterzeichnet zur Unterstützung der BDS-Bundestagsresolution. Am 20.01.2022, also 3 Wochen nachdem in Kassel diese Diskussion über die Dokumente angeleiert wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht die BDS-Beschlüsse insgesamt als verfassungswidrig deklariert, also im Widerspruch zur Meinungsfreiheit stehend. Ja. Und Dialog, glaube ich, setzt voraus, dass alle Beteiligten gleichberechtigt daran teilnehmen können. Ja. Das ist, es gibt bei uns kein Recht auf Meinungsfreiheit erster und zweiter Klasse. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Herr Mendel auch in diesem Aufsatz über die, nicht über die Amnesty-Report über Apartheid, nochmal betont, dass er den BDS-Beschluss für richtig hält. Ja? Das heißt, Sie haben da im Grunde eine schizophrene Rolle. Ja? Sie treten einerseits für Dialog ein und Sie vertreten für Vermittlung ein. Und die Frage ist, ob Sie das leisten können, wenn Sie gleichzeitig dafür eintreten, ich weiß nicht, ob Herr Mendel da für die gesamte Institution spricht, dass ein Teil der Diskussionsteilnehmer eben nicht gleichberechtigt sind, sondern dass die an bestimmten Plätzen nicht reden dürfen, nicht reden sollen. Ja? Das ist eine schizophrene Haltung. Ja? Und das erklärt meiner Meinung nach auch, mindestens zum Teil, warum hier kein Palästinenser sitzt. Ja? Die Palästinenser haben das ja schließlich mitgekriegt. Ja? Und für die Palästinenser ist doch klar, dass die Anne-Frank-Stiftung und Meron Mendel keine glaubwürdige Position als Dialogvermittler einnehmen. Machen wir weiter? Das ist. Aber ich denke, es wäre gut, wenn Sie darauf reagieren, oder? Ich würde mich gerne interessieren, von welcher Petition Sie reden. Ich kenne keine Petition, ich habe noch nie eine Petition dazu geschrieben. Es gibt keine Petition. Ja, aber ich habe keine Petition unterschrieben. Gut, das ist sinnlos, die Debatte, aber es ist einfach ganz klar. Ich habe nie eine Petition geschrieben und es ist wirklich erstaunlich, was für eine Fake News werden. Ich kenne sie schon, weil sie oft einfach, sie gehen mich immer nach, verbreiteten Fake News, Verleumdung. Und es ist schade, aber wir sind sozusagen eine pluralistische Einrichtung. Sie sind herzlich eingeladen zu unserer Veranstaltung, obwohl sie Lügen verbreiten. Und wir werden weiter, sie sind weiterhin eingeladen zu unserer Veranstaltung und Sie können weiterhin Ihre Unwahrheiten verbreiten. Das ist ganz in Ordnung und das ist im Sinne der Demokratie.
So. Ja. Hätte daran dran. Anschließend zwei Sätze, die mir im Kopf geblieben sind. Einmal war es, Deutschland müsse seine Diskurse schützen oder auf seine Diskurse aufpassen. Und dann ist mir noch ein weiterer Satz mit einem Bildungsauftrag in Postcolonial Spaces zu sein. Ich musste dann auch an die Mbembe-Debatte denken und an diese Vorwürfe, dass dort in Diskurse eingeschritten würde. Ich würde gerne an alle PanelistInnen fragen, was für ein Diskurs Deutschland hat, der überhaupt schützenswert ist oder was ist daran schützenswert und vor wem muss ein Diskurs überhaupt geschützt werden? Ich würde erstmal, also noch haben wir Zeit. So 10 Minuten ungefähr. Haben wir das gesagt? Achso, ich glaube, Sie waren von Nele Polacek. Ich glaube, wir sind sehr schnell, also wir haben ja leider nicht Gesellschaftswunschbacken, sonst würde ich mir eine Gesellschaft backen, in der es überhaupt gar keinen Antisemitismus gibt und man deswegen nicht darauf achten muss, was wie normalisiert wird. In meiner Utopie gibt es absolute Meinungsfreiheit und alle können den ganzen Tag und so. Ich habe mich in meinem Leben in verschiedenen Orten aufgehalten und ich habe Orte erlebt, in denen ich keinen Antisemitismus erlebe, in dem mir das nicht passiert. Und ich habe Orte erlebt, in denen mir das perniciously, permanent, täglich passiert. Und ich glaube, dass ich, dass das sozusagen unabhängig davon, wie gut die Erinnerungskultur in Deutschland ist, und man kann darunter sehr leiden, 12 Jahre, 13 Jahre in Deutschland in die Schule zu gehen und immer über Opfer und Täter und immer, aber Nele wäre Opfer gewesen. Das kann sehr anstrengend sein. Und trotzdem glaube ich, dass es Sachen gibt, die in Deutschland nicht so normalisiert waren sehr lange. Also dass eine bestimmte, deswegen hat mich das schockiert, dass das in Kassel hängt, weil ich gedacht hätte, wenn es in Oxford gehangen hätte, hätte ich gesagt, ja klar hängt das in Oxford, ich kenne diese Stadt. Wenn das in Kassel hängt, ist das was anderes. Weil ich glaube, dass es eine große Sensibilität gibt. Und das ist das, was für mich schützenswert, bei allem Antisemitismus, ich kann eine Statistik lesen, ich weiß, dass wir in Deutschland 25% der deutschen Bevölkerung stark antisemitisches Gedankengut vertritt, 23, wie auch immer. Und trotzdem, was normalisiert ist und was nicht. Und ich glaube, wenn ich sage, mit einem Bildungsauftrag, dann meine ich das in dem Sinne, in dem ich glaube, dass Menschen generell einen Bildungsauftrag haben. Also so wie ich glaube, dass wenn jemand Erfahrung damit hat, wie es ist, als Transfrau durch die Welt zu gehen, dann freue ich mich darüber, wenn sie mich auf... Fuck, das war ein generisches Maskulino and you know it. Dann freue ich mich darüber, dass sie mich aufklärt und in diesem Moment mir sagt, dass das nicht cool war. Aber wenn jemand als Muslim und so weiter und so fort, dann glaube ich, dass es gut ist, eine Position zu teilen. Und das meinte ich mit Bildungsauftrag. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt Spaces, in denen bestimmte Perspektiven nicht gesehen werden, dann versuche ich, die mitzuteilen. Vielleicht, also ich glaube, ich habe nichts von Diskurse schützen gesagt, aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Also aus einer völlig anderen Perspektive, aber ich habe ja auch zum Beispiel lange in Japan gelebt, wo es Erinnerungskultur überhaupt nicht gibt. Also ganz im Gegenteil, da laufen die Ministerpräsidenten seit Jahrzehnten zum Yasukuni-Schrein und verehren die Kriegsverbrecher als Shinto-Gottheiten und so weiter. Und deswegen kann ich auch sagen, man kann die deutsche Erinnerungskultur aus allen möglichen Perspektiven kritisieren, vor allem, dass sie so relativ monolithisch almanhaft daherkommt. Ja. Kann man durchaus machen. Soll man machen. Aber keine Erinnerungskultur, das habe ich auch wirklich erlebt, das ist wirklich keine Lösung.
Würde sagen, was ist schützenswert? Natürlich ist die Erinnerungskultur oder Erinnerungspolitik, die wir haben, zu einem gewissen Grad natürlich sehr vorbildlich und es wurde viel erreicht. Sie muss nur da nicht enden. Ja. Naja, wohin ein Drift ist, das meinte ich, Jim. Also wohin sich was bewegt. Diskurse generell, natürlich, also welche Diskurse geschützt werden müssen, ist die Frage. Ja? Was geschützt werden oder was, welcher Diskurs ist damit gemeint? Das, das hast du ja gar nicht gesagt, diesen Satz, den ich mal so gesagt habe. Deswegen musst du ihn nicht verteidigen, wenn du ihn nicht verteidigen willst. Entschuldige. Ja. Ich würde weitermachen dann. Ja. Ist okay? Es gibt sicher noch Fragen. Da kommt ein Punkt. Und dort oben. Also ich habe jetzt aus dem Gespräch zwei Sachen mitgenommen, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel, inwieweit das bewusst antisemitisch war, das Ausgestellte. Und ich denke halt, dass die Gruppe Ruan Grupa schon aus sehr gebildeten Menschen besteht. Und also ich kann es natürlich auch nur selbst zusammenreiben, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das schon ein Stück weit bewusst stattgefunden haben muss, weil die Zeichnungen sahen ja wirklich aus, als würden sie aus dem Stürmer stammen und es war wirklich, also offensichtlich antisemitisch. Und zum anderen fand ich es noch ganz interessant, wo die Konsequenzen genau liegen, weil auch die Frage, also wenn dieses Gespräch jetzt nicht weiter stattfindet mit den Kuratoren und den sonstigen Verantwortlichen und wo auch die Konsequenzen liegen, wenn so etwas ausgestellt wird. Und ich denke halt, dass es doch mehr Konsequenzen hat, als nur zu entscheiden, wer ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Also es hängen ja daran auch ein Stück weit Ängste von Menschen, von jüdischen Menschen in Deutschland zu leben. Und dieses Leben, was ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg bis in meine Generation hinein besteht mit wir sitzen auf gepackten Koffern, dass das dadurch auch nochmal bestärkt wird. Darf ich da kurz drauf reagieren, auf den ersten Teil? Klar. Ich glaube, es ist schlussendlich egal, zu einem gewissen Grad, ob es jetzt bewusst oder unbewusst war, es war antisemitisch und das ist ein Fakt. Und das hat Taring Padi, die das Künstlerkollektiv das gemalt hat, auch so bestätigt. Und ich finde es aber sehr spannend, in der Diskussion auch weiter zu denken, so woher stammt dieser Antisemitismus auch? Wie kam es überhaupt zu diesem Bild? Das wurde leider bisher noch nicht beantwortet. Taring Padi, wie ich das in einem Interview gelesen habe, das auch nicht nachvollziehen kann, aber das ist ja jetzt eigentlich auch egal. Denn wie gesagt, es war antisemitisch, es ist schade, dass es davor nicht gesichtet wurde und da würde ich sagen, es ist ganz spannend, weil was wir bei der gegenwärtigen Dokumenta ja sehen haben, wer hat es gesagt, die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera, genau, hatte gesagt, sie hat es von der Ästhetik der Instabilität genannt. Das bedeutet, dass dieses kollektive Arbeiten, ja, was ganz Spannendes ist eigentlich und es gegen die Institutionen auch funktioniert. Also es ist etwas, was wir so nicht kennen. Und durch dieses kollektive Arbeiten, und ich würde mich da auch gar nicht so sehr verwehren und sagen, wir brauchen eine Instanz, die alles koordiniert, ein Kurator, eine Kuratorin. Ich fand das Konzept tatsächlich sehr spannend und interessant und ich persönlich war auch auf der Dokumenta und fand, es gab sehr, sehr viele tolle und wichtige Stücke dort zu sehen. Aber ich denke, dass das, was wichtig ist, ist, und da würde ich zurückkommen auf die Diskussion davor, wir müssen darüber sprechen, was sind die blinden Flecken in den Diskussionen, in der rassismuskritischen und postkolonialen Diskurse und Positionen, wo gibt es da noch Aufarbeitung, damit wir, und es gab keine Aufarbeitung zu Dokumenta bisher, keine richtige Aufarbeitung zu Dokumenta, damit sowas nicht nochmal passiert, weil ich an sich schon finde, dass dieses Konzept des kollektiven Arbeitens
sehr spannend und sehr wichtig ist und ja eine starke Institutionskritik eigentlich auch beinhaltet, die an sich auch zeitgenössisch sein könnte. Also obwohl ich hier nur da bin, um Fragen zu stellen, ich könnte ganz schnell auch noch zwei Sachen assoziieren zu dieser Frage. Ich glaube, niemand hat alle tausend Artikel gelesen zu dieser Riesenausstellung, aber zwei Sachen fallen mir ein. Das eine, ich habe früh gelesen, dass in dem Kollektiv der Mensch, der das gemalt haben soll, verstorben sei, also dass man ihn nicht mehr fragen konnte. Das habe ich auch gelesen. Weshalb ich die Haltung, Absicht oder nicht, egal, sehr plausibel finde, muss ich sagen. Und das andere, es gibt ja schon so ein, zwei sehr elaborierte Artikel, die versuchen, so kulturhistorisch nachzuzeichnen, wie diese Motive dahin gekommen sind. Nicht jetzt absichtlich der Mensch, der es gemalt hat, sondern wie floaten solche Zeichen? Und da spielt jedenfalls der Strang Kolonialismus eine Rolle. Und natürlich dieses frappierende Zahlenverhältnis von, ich weiß nicht, 200 Millionen, 250 Millionen Indonesier und sehr wenige jüdische Menschen. Und trotzdem gibt es Antisemitismus. 200. Und genau, ne? Die Zahl habe ich auch irgendwo gelesen. Aber das war ja das Spannende, finde ich. Das ist ja das Spannende daran. Ja. Das zeigt ja, wie die Reichweite von Antisemitismus und wie strukturell es denn verankert genau, ist. Genau. Aber ja. Hier vorne wäre, das ist so genau ist jetzt. Mein Name ist Christian Thomas. Ich will das gerne vorweg schicken. Ich war bis vor einem Jahr, bis zu meiner Rente, Feuilleton-Redakteur bei der FR und weil hier viel von Publikationen die Rede war, glaube ich, war die jüngste Publikation zu dem Thema vorgestern in der tatsächlichen Feuilleton der Frankfurter Rundschau. Ich bin ja nicht mehr verantwortlich, hatte nichts damit zu tun, aber auf jeden Fall hat Meron Mendel da gesagt, ein Lernwille sei nicht festzustellen und das ist der Grund für ihn gewesen, warum er sich dann auch aus der Beratertätigkeit oder wie auch immer man das nennen will, zurückgezogen hat. Diese mangelnde Lernwille hat ja auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Also das betrifft die Künstler, das betrifft die Kuratoren, die man meines Erachtens ebenso wenig aus der Verantwortung lassen kann, wie dann auch die Dokumentarleitung selbst. Was Sie erzählt haben, entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, wie Sie heißen, aber auch als Vertreterin des Anne-Frank-Hauses, als Jüdin, haben ja darauf hingewiesen, welche ungeheuerlichen Dinge Sie sich da auf der Dokumenta haben anhören müssen. Und bis hin zu diesen vollkommen kruden Verschwörungstheorien, die aber auf der einen Seite nicht nur krude sind, sondern möglicherweise auch alltäglich sind. Im Zusammenhang mit der Dokumenta ist viel von Kontextualisierung gesprochen worden. Und wenn man die Sache kontextualisiert, dann glaube ich, gehört unmittelbar dazu, dass diese Form, die Sie erfahren haben, also diese Provokation, auch Ihnen so etwas überhaupt ins Gesicht zu sagen, was ja eine Provokation für sich ist, dass das natürlich auch mit einer Veränderung des politischen Klimas zu tun hat. Ich will damit nur ein Beispiel nennen, das hat mit der AfD zu tun. Ich habe da auch deswegen mit zu tun, weil dummerweise einmal in der Woche vor meinem Fenster hier in Frankfurt mittlerweile eine Querdenker- und AfD-Demonstration in einem bürgerlichen Wohngebiet stattfindet. Es ist nicht nur so, dass die Bürger tatsächlich die bösen Buben sind oder sowas oder dass die tatsächlich anfällig wären für Rassismus und Antisemitismus, so ist es nicht, aber dass tatsächlich, wie Frau Polacek auch gesagt hat, ein Prozentsatz von mindestens 23% zum Kern der Antisemiten in Deutschland gehören und zwar wirklich auch zu dem intentionalen oder wie auch immer man das nennen will, zu den absichtsvollen oder unausgesprochenen oder möglicherweise auch den aggressiven, also die dann bis hin zu den Neonazis reichen, das ist vollkommen klar, das brauche ich nicht zu sagen, darüber haben Sie auch gesprochen. Worauf ich zu sprechen komme, ist aber mangelnder Lernwille. Es geht nicht nur um die Künstler, es geht nicht nur um die Kuratoren, es geht nicht nur um die Dokumentarleitung, sondern es geht um das Publikum. Wie Sie deutlich gemacht haben und wie Sie auch versucht haben in Ihrem Film, worauf Sie aufmerksam gemacht haben, was ja auch Gegenstand ist. Deswegen war ich nicht damit einverstanden, wenn Sie gesagt haben, möglicherweise resignativ, ich weiß, ich habe das missverstanden, aber Sie sagen, das müsse man mehr oder weniger abschließen. Nein, das muss man nicht abschließen. Das kann man nicht abschließen, diese Diskussion. Also das war Ihr Wort, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ja. Lassen Sie mich kurz weiter ausführen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal aus Respekt natürlich vor dem Schicksal der Juden, aber auch vor dem Respekt. Und Sie sind dann vorhin erst in dieser Diskussion auf Nachfragen darauf aufmerksam, darauf zu sprechen gekommen, dass eigentlich die Erinnerungskultur in Deutschland, was den Schrecken des Nationalsozialismus angeht und damit also auch die Shoah angeht, relativ vorbildlich ist. Und aus Respekt vor dieser Diskussion, ob das die Frankfurter Auschwitz-Prozesse sind, ob das die Stücke von Peter Weiß sind, Kippard, übrigens auch von Martin Walser, und aber auf der anderen Seite auch die Auseinandersetzung mit der Paulskirchenrede von Martin Walser 25 Jahre später, die Auseinandersetzung der Diskussion
mit der Rede von Weizsäcker, aus Respekt vor dieser Diskussion kann man nicht sagen, das sei abgeschlossen. Natürlich, der nächste Skandal kommt, das ist vollkommen klar. Aber das heißt nicht, darauf will ich hinaus, ich pointiere das jetzt ein bisschen, man kann das nicht abschließen. Also was ich meinte, war die Diskussion um jetzt die Spezifika dieser Dokumente, die letzten Debatten, die letzten Verwicklungen und so weiter und so weiter. Das, glaube ich, ist bald vorbei und da lohnt es sich nicht mehr, da wird nichts mehr Produktives daraus entstehen. Die Debatte geht jetzt erst los. Auch was postkoloniale Theorie betrifft, es wurde ja viel darüber geredet, ich glaube, die hat noch gar nicht erst angefangen. Die notwendige Übertragung und Übersetzung postkolonialer Theorieansätze, die absolut wichtig ist in den deutschen Kontext, hat kaum erst begonnen. Das sind Diskussionen, die jetzt sozusagen vor uns liegen, die momentan aber durch die diskursiven Umstände, durch die massive Gewalt auch der Debatte einfach kaum möglich erscheinen. Aber ich glaube, die Diskussion liegt im Grunde vor uns. Nur ein kleines Beispiel. Ich würde gerne wissen, was Volkswagen als Hauptsponsor der Dokumente eigentlich zu suchen hat. Ja? Wenn wir zum Beispiel über das Fortbestehen von Nazi-Kapital reden oder von Firmen, die wirklich in großen, großen Stil Zwangsarbeiter und Sklavenarbeit im Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben. Abgesehen davon, dass sie 2,0% des globalen CO2-Ausstoßes zu verantworten haben. Solche Fragen, glaube ich, sind eminent wichtig auch für die nächste Dokumenta. Fragen des Kontextes, Fragen des materiellen Kontextes auch, ja, der Bedingungen, der Möglichkeit und auch was das in Deutschland bedeutet. Darf ich da ganz kurz ergänzend auch dazu was sagen? Das finde ich, also ich würde absolut dem zustimmen, weil bevor wir über eine Dokumenta 16 sprechen und wie sie programmatisch ausgestaltet werden soll, ja oder nein, finde ich, ist es daran, dass die Dokumenta sich selbst kritisch hinterfragt und sich mit ihrem eigenen Antisemitismus und ihrem Erbe des Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzt. Werner Haffmann ist wahrscheinlich das größte Beispiel, aber Gerhard Botz ist ja kürzlich auch verstorben, der auch ein gutes Beispiel davon war. Dieser Nazi-Rang der Dokumenta. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Aufarbeitung in der Dokumenta selbst, die sich hinterfragen, also das ist mir in der ganzen Debatte auch nicht klar geworden, was ist eigentlich das Selbstverständnis der Dokumenta? Ja, oder wie ist der Begriff von Welt beschaffen, den die Dokumenta vor sich her treibt? Was sind die Wurzeln dieses Begriffes? Ja? Wie muss man das jetzt vor allem nach der wirklich wegweisenden Ausstellungen im Deutschen Historischen Museum letztes Jahr neu bewerten. Ja. Und das sind alles Fragen, denke ich, die nicht nur in Bezug auf die Dokumenta, in Bezug auf den gesamten deutschen Kultur- und Kunstkontext angegangen werden müssen. Die sind noch kaum angegangen. Wir können über Institutionen reden, die große Kulturförderer sind. Das ist die Allianz-Stiftung, das ist die Schering-Stiftung, das sind viele deutsche große Sammler. Die sind alle sozusagen in diese Geschichte verwickelt. Absolut. Ich hätte den Vorschlag, noch eine Frage aufzunehmen, oder drängt jetzt noch sehr viel? Okay. Ja, also zu dem Banner von Taring Party. Da, finde ich, wurde nicht alles, also jetzt, ich meine nicht hier, sondern im Diskurs, finde ich, da gab es auch Leerstellen, weil wenn man, ich weiß nicht, wie viele Leute das ganze Bild angeschaut haben, weil es ging ja irgendwann vor allem um diese eine Stelle mit der antisemitischen Karikatur, aber gar nicht so weit von dieser Figur war dann auch eine, ich denke, ziemlich eindeutig als rassistisch einzustufende Darstellung eines schwarzen Mannes. Und ich meine nicht, dass es darüber besonders große Empörung, Verurteilung und so weiter gegeben hätte. Und ich glaube, dass das auch, also das wurde auch bemerkt, auch von manchen, die jetzt nicht im Diskurs vertreten waren, die dann den Diskurs eigentlich ziemlich weiß fanden. Und dass dieser Blick gefehlt hat. Und also ich denke, es
Es wäre unvorstellbar gewesen, einen solchen Skandal wegen einem anti-schwarzen Bild zu haben, weil, und das hängt dann auch mit der Erinnerungskultur zusammen, dass das auch eine Art deutscher Identitätspolitik ist, weil nämlich dieser moralische Stand des Erkennens und Verurteilens von Antisemitismus gerade als Reaktion auf die Nazi-Vergangenheit eben zu dem, wie Frau Polacek sagte, gut Menschsein gehört. Man zeigt dadurch, dass man die Lektion gelernt hat. Und da war es auch sehr bezeichnend, als Felix Klein, der Bundesantisemitismusbeauftragte, nach der Entgleisung von Mahmoud Abbas über 50 Holocaust sagte, dass Gäste sich bitte mehr Rücksicht auf die Befindlichkeiten ihrer Gastgeber haben sollten. Das heißt, es ging da um die, das heißt, die deutschen Befindlichkeiten wurden verletzt, als es eine Aussage über den Holocaust gab. Also, das heißt, es ging da wirklich zu einem großen Teil um die deutsche moralische Identität. Und deswegen, glaube ich, klang es für manche ein bisschen hohl oder einseitig, dass dann eben, und gerade dass jetzt die Personen aus dem, Menschen eben nicht aus Deutschland, Menschen, die nicht weiß sind, dass da vor allem dann drauf gesprungen wurde und nicht etwa darüber gesprochen wurde, ob man immer noch die Festspiele in Bayreuth braucht oder sowas. Ja, also ich finde, da gab es wirklich so ein Ungleichgewicht, das auch ein bisschen reflexionswürdig wäre. Und auch nochmal zu der Frage mit indonesischem Kolonialismus, da gibt es was sehr Interessantes, weil ja, wie Sie schon sagten, in Indonesien gab es ja eigentlich fast keine Juden in der Vergangenheit. Ja, natürlich. Ja, glaube ich. Aber die Geschichte ist ganz interessant, Entschuldigung, dass da die Holländer, die holländischen Kolonisten da tatsächlich ihren Antisemitismus da importiert haben und ähnliche Ressentiments und Stereotype auf die chinesische Minderheit in Indonesien angewandt haben. Das war auch etwas, was ich aus der Diskussion gelernt habe, jetzt so zum Thema Sachen, die man lernen kann. Ja. Also es gibt einen Text, den ich in Erinnerung habe, von Michael Rothberg, dem Erinnerungsforscher, den kennen Sie wahrscheinlich. Der hat thematisiert diesen rassistischen Teil in dem Banner. Aber ich wollte wissen, was ist Ihre Frage? Oder wollten Sie einfach nur kommentieren, was ja auch... Ja, genau, ist auch okay. Wir hatten das auf dem Stand tatsächlich auch thematisiert, diese Figur, die wirklich sexistisch und rassistisch war. Interessanterweise hat es weniger Menschen interessiert in der Diskussion. Das fand ich schon auch erstaunlich. Und ich denke auch, dass ich persönlich auch sehr viel über den indonesischen Kontext gelernt habe durch die Diskussion und durch die Debatten um die Dokumente. Ich glaube nicht, dass dieses Umdrehen immer funktioniert. Also im Sinne von, ganz oft passieren Diskurse nicht oder werden Sachen nicht festgestellt, weil sich niemand beschwert. Und das funktioniert aber in beide Richtungen. Also ich weiß nicht, ob Sie das Buch von David Baddiel, Jews Don't Count, kennen, gelesen haben. Der redet sehr viel über Jew-Face, also darüber, dass wenn jüdische Menschen von nicht-jüdischen Menschen in Filmen gespielt werden, die sich dann Nasen und sonst irgendwas machen und dass... wenn das Gleiche passieren würde in Amerika mit schwarzen Menschen, wäre das Geschrei los, groß, aber mit Juden ist es in Ordnung. Ja, weil sich bis jetzt niemand darüber beschwert hat. Und ich glaube, dass zu sagen, also ich weiß nicht, was passiert wäre, also sozusagen, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sich jemand über die rassistische Darstellung, darunter, also die von Ihnen beschriebene Darstellung, beschwert hätte. Ich weiß nicht, ob man so einfach sagen kann,
dann hätte es niemanden interessiert. Also ich weiß, dass es natürlich auch, mir fallen jetzt aus dem FF ein Literaturkritiker und ein Journalist ein, die jedes Mal, wenn man sie trifft, darüber reden, wie schrecklich das war, wie groß der Shitstorm war, als sie völlig idiotisch Blackfacing betrieben haben. Ich glaube, wir wissen über wen. Ich glaube sozusagen, manchmal gibt es Reaktionen und manchmal gibt es die nicht. Und ich glaube, man kann nicht sofort daraus ablesen, was das sagt, sondern in diesem Fall ist es so, dass es eine sehr große antisemitische Darstellung gab in einem Diskurs, in dem schon sehr, sehr viel über die Angst vor Antisemitismus geredet wurde. Und der Verdacht, dass da jetzt sehr viel Rassismus auftaucht, wenn man den globalen Süden sozusagen einlädt und kuratieren lässt, der war, glaube ich, nicht so hoch und deswegen war es nicht so ein Thema. Aber ich weiß nicht, ob sich daraus irgendwas anderes über eine Doppelmoral ableiten lässt oder nur darüber, dass es niemanden gab, der sich über diese Darstellung doll beschwert hat, wobei sich über ganz viel anderes doch beschwert wird. So wie sich Juden in Wirklichkeit nicht über Jew-Facing beschweren, weil man manchmal andere Prioritäten setzt, weil die Frage ist, es ist ja nicht so, dass irgendwie jeder jüdische Mensch dazu verpflichtet ist, jeden Antisemitismus anzukreiden und jeder schwarze Mensch dazu verpflichtet ist, jeden Rassismus anzukreiden, und man kann ja auch einfach sagen, die eine Darstellung interessiert mich persönlich jetzt nicht und dann gibt's kein Geschrei. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe es. Dankeschön. Noch Geduld für eine ganz kurze Abschlussrunde. Und dann gehen wir alle trinken und schlafen oder so. Ich wollte daran erinnern, dass dieses Podium hier unausgewogen war. Nicht balanciert. Und als ich darüber nochmal nachdachte, gerade fiel mir ein, dass in der Diskussion über Dokumenta jetzt an Stellen, die mich persönlich am Anfang gewundert haben, dann irgendwann nicht mehr, habe ich mich daran gewöhnt, auch immer wieder die Rede davon ist, dass da irgendwas nicht ausgewogen sei. Ich nenne mal als Beispiel diese auch berühmt-berüchtigt gewordene Guernica-Gaza-Sache, nicht ausgewogen, weil einseitig. Meine Frage zum Schluss wäre, ich weiß, dass es eine Zumutung ist, die kurz zu machen, aber müssen Ausstellungen oder Veranstaltungen wie die Dokumenta, muss das ausgewogen sein? Ist ausgewogen für so eine Veranstaltung? Also wie hier ist das, verstehe ich, dass das ein Kriterium ist, aber für eine Kunstausstellung auch, Ito? Das ist schwierig. Also das wäre jetzt überhaupt nicht meine erste Frage, sondern... Nee, das war meine letzte. Muss die Dokumenta ausgewogen sein, sondern muss es die Dokumenta geben? Das wäre meine Frage eigentlich. Okay, aber ich lese das. Nein, weil die Dokumenta hat ja eine bestimmte Rolle im Softpower-Kalkül der Bundesrepublik Deutschland. Und daher entsteht natürlich dieser Anspruch, dass sie repräsentieren soll. Ich sage gar nicht repräsentativ, sondern dass sie repräsentieren soll. Das liegt an ihrer exponierten Position und auch daran, dass sie außenpolitisch eine bestimmte Rolle spielt. Die Frage ist, ist das wirklich nötig? Und zumal im Lichte der Geschichte dieser Institution sollten wir diese Funktion nicht generell hinterfragen. Das glaube ich eher, diese Repräsentierfunktion. Ja, okay, danke. Ja, mich würde tatsächlich auch interessieren, also ich hatte es davor schon kurz eingeworfen, was ist das Selbstverständnis der Dokumenta? Wie versteht sich die Dokumenta? Sie sagt, sie ist keine politische Institution und gleichzeitig, das hat sie jedes Mal jetzt gesagt und sich auch entzogen der Diskussion oder der Antworten vor diesem Mantel von wir sind nicht politisch. Aber sie macht politische oder sie stellt politische Kunst aus und sie setzt politische Diskussionen und Diskurse, stimuliert sie. Und mich würde da tatsächlich interessieren, kann sie sich so sehr rausziehen aus dieser Frage, wir sind nicht politisch, wir machen ja nur Kunst und die muss nicht ausgewogen sein. Ja, okay, aber dann muss man auch eine politische Positionierung haben und ein Mandat haben. Und das sehe ich gerade nicht. Also, und das ist, glaube ich, einer der großen Fehler oder Mangel gewesen, die wir jetzt auch gesehen haben, warum die Kommunikation mit der Dokumenta oder von der Dokumenta auch so fatal gelaufen ist. Last but not least. Ich glaube, dass
dass sozusagen die Frage muss so konkret beantwortet werden. Also natürlich gibt es einen Unterschied zwischen, also auch wenn ich über Kunstfreiheit nachdenke, ja klar, Kunstfreiheit, ja, wenn etwas in Kassel vom deutschen Steuer, dann ist das nicht mehr die gleiche Art von Kunst, wie wenn es in meinem Privatmuseum hängt. Und in dem Fall auch, nee, natürlich muss Kunst nicht ausgewogen sein, wenn es vom deutschen Staat die Art von Institution ist, dann ist die Frage, glaube ich, eine andere. Das ist noch keine Antwort. Ich sage nur, dass es nicht die gleichen, dass wir an die Documenta nicht die gleichen Standards haben wie an eine private Galerie und wie an etwas, was nicht so offiziell ist und nicht so sehr mit dem deutschen Staat verbunden ist und von ihm getragen wird und so weiter und so fort und dann auch noch von VW. Und dass deswegen, also diese ganzen politischen Fragestellungen, ich finde, es ist total schwer, das zu verknüpfen. Also, weil es eben mehrere Dinge gleicht, also weil es eben nicht nur Kunst ist, sondern auch Politik und nicht nur Kunst, sondern auch öffentlicher Raum und so weiter und so fort. Entschuldigung, nur einen Satz. Diesmal antworte ich direkt, okay, auf deine Frage. Also, eine Ausstellung muss nicht ausgewogen sein, auf keinen Fall, keine einzige der Welt. Aber was sie auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, dass am Schluss eine, egal wie kleine oder große Gruppe von Menschen, wirklich verletzt und verstört und durcheinander zurückbleibt und sich fragt, oh mein Gott, was ist jetzt da gerade passiert? Auch wenn eine Ausstellung völlig unausgewogen ist, das sollte auf alle Fälle vermieden werden. Danke für diese Antwort. Danke fürs Gespräch, danke für die Aufmerksamkeit. Wow.